Morgen, liebe Damen und Herren. Es ist Montag um 4 Uhr am Morgen und es wäre Basler Fasnacht. Und wenn wir gedacht haben, weil so viel traurig sind, dass es keine Fasnacht gibt, machen wir eine kleine Fasnachtssendung. Wir reden ein bisschen über Gott und die Welt und wir machen ein paar Bänke. Und liebe Freunde in Österreich und in Deutschland, vor allem im Norden des deutschen, ich hätte beinahe gesagt, reichen Landes, verzeiht uns, wenn wir heute in baseldeutscher Mundart sprechen. Die Alemannen, die Baden-Württemberger, die werden uns wahrscheinlich verstehen. Also wir haben ein Requiem auf die Basler Fasnacht. Wir haben das Requiem auf die Basler Fasnacht, weil sie schon zum zweiten Mal nicht stattfinden tut. Und bevor ich meinen lieben Freund vorstelle, denke ich, breche ich mal das Eis mit einem ersten Bänkli. Das machen wir erst, wenn wir im Chor sind, weißt du? Okay. Zuerst immer nur so. Also, die Fasnachtspause. Jetzt ist wirklich nicht mehr zum Lachen. Die Frau Fasnacht tut eine Pause machen. Statt draussen und innen das Leben zu geniessen, die in heimlich zwei, drei Tränen fließen. Doch sie kommt zurück. Nur wo und wenn? Wie es weitergeht, das sehen wir dann. Jetzt lassen wir zwei aber ein wenig Revue passieren, was gerade für einen Wahnsinn da draussen tut grassieren. In dem Sinn, liebe Damen und Herren, liebe Fasnachtsfreunde, liebe Fasnachtsfind, liebe Freunde vom KIMI-Reporter, Geschichte hinter der Geschichte, da gibt es keine Geschichte hinter der Geschichte, sie findet einfach nicht statt. Und möchte ich begrüßen, mein Freund seit ewig und zurück, x Tausende von Kilometern joggt, durch Markus Megge Kaufmann. Er ist eidgenössisch diplomierter Buchprüfer. Das ist alles dort, das, was dort anfängt, wo Treuhand aufhört. Also ein super Brain. Und warum sitzt er da? Sicher nicht, um unsere Steuerprüfung zu machen heute, sondern er ist ein absoluter Kulturafficionado. Also, lieber Markus Megge, schön, dass du so früh am Morgen ja, Gott, so bist. Ja. Also, und ich würde sagen, auch am Niklas Vogt, der uns genau auf die Finger schaut, also wir haben jahrelang den Tag gegeben, wir haben schon 2010 oder billig gesagt, jetzt gibt es eine Pandemie, Jahrzehnt, haben wir gewusst, in 2021 wir müssen die Fasnacht ersetzen. Niklas Vogt ist an der Technik und an der Regie. Schön, dass auch du da bist. Selbstverständlich auch der Georg, aber er tut sich heute ein bisschen zurückhalten, auch unsere Bundesratte ist da und es ist noch schwierig, Fasnachtsdekor zu finden. Wir sind alle Läden zu. Lieber Megge, legst du mal mit deinem Solo-Fäsle los? Ja, also bevor ich loslege, muss ich zuerst mal noch etwas loswerden. Das hat mir der Hirnerschutzverein noch in Bad aufgetragen. Der Georg, der hat ja so einen Kamm. Der schwellt ja auch. Meine, jedes Mal, wenn du dem dranlängst, ist das wie wenn du bei uns jemanden neu mehr willst dranlängen. Das ist jetzt einfach für alle Zuschauer, jedes Mal, wenn er dort dranlängt, dass sie dran denken. Pass auf, es ist YouTube, schaut uns auf die Lippen. Das machen sie, aber vielleicht versteht sie das jetzt. Und? Zwei. Im Bundeshaus, mittwochs am 3, reden sie alles um eine heisse Brei. Nein, sie lassen uns nicht allein. Liegen sie vor gross und klein. Planlos wird hilflos agiert, ohne Strategie regiert. Und wir finden das noch toll, fragen uns gar nicht, was das soll. Wir wissen, wir müssen Opfer bringen. Der Glatzkopf, also nicht der, kann hier auch mitsingen. Seit Monaten schläft er nicht mehr daheim. Corona sei ein Job für zwei. Sie Corona, die scheint gut schmusen. Aha, darum darf er nicht mehr heim gehen pfusen. Dankeschön vielmals. Bitteschön. Also darfst du mir auf Markus sagen? Ich glaube, ja, weißt du, Mecke ist mehr Fasnacht. Okay, also sind wir in der Fasnacht. Morgen beschüttet Markus. Am 5 ab 4. Also wir sind hier, wir trinken hier ein Wein aus der Bündner Herrschaft und nicht aus dem Basel-Land. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Mm. Wir essen Käseweihen, die meine Frau gerade ganz frisch gemacht hat. Lecker. Fühlen uns super gut.
Ich würde sagen, bevor wir so ins erste Thema reingehen, jetzt kommt der Jumping Point. He? Wollen wir das erste Fässchen jetzt einfach probieren? Ja, selbstverständlich. Nur noch mal Schaben schlucken. Ja, schluck ab. Also. Sonst muss ich den raus spucken. Das heisst, der Fasnacht tot. Und zwei. Die Fasnacht hätte müssen sterben. Auf dieser Welt voller Scherben. Kein Morgenstreich. Kein Cortège. Keine Schnitzelbank. Keine Mehlsuppe. Kein Zwiebelweihe, keine Räppli-Denk. Die Menschen einsperren, statt Gässle lo. Das macht die Regierung richtig froh. Der Tag aber wird sicher kommen, wo wir sind, die rauslo. Also ist verbesserungsfähig, aber nicht schlecht gewesen. Für RTL 2 ist das noch gut, finde ich. Aber Fasnachtstod fällt nicht auf, dass das ein ganz schwieriges Thema ist, jetzt seit einem Jahr, eigentlich, wie wir das nie gekannt haben, das Sterben. Das ist ein Drama, und zwar nicht bei Leuten, die aus dem vollen Leben gerissen werden, bei jungen Leuten, bei mittelalterlichen Leuten, bei 70-jährigen Leuten, sondern bei sehr alten Leuten. Das ist, ich finde, das so hat sich Gesellschaft nie um wirklich alte Menschen kümmert. Du bist ja noch Rentenspezialist. Also, findest du dich verrückt? Nein, es ist schon klar. Ich meine, unsere Gesellschaft hat so ab den 50er Jahren Sterben ausgelagert. In Altersheimen, in Geriatriestationen, jetzt in Palliativstationen. Früher ist ja das irgendwo immer noch daheim basiert. Also, ich mag mich an einen Hodler erinnern, wo gesagt hat, es kam mir vor, als wäre jeden Tag bei uns zu Hause eine Leiche. Man hat die Eltern verloren, hat seine alle Geschwister verloren. Das ist dort gang und gäbe gewesen und wir sehen den Tod nicht mehr. Der ist jetzt einfach irgendwo in dort verdrängt worden, wo man nicht wohnen muss. Sterbehospiz. Wobei, ich meine, was wäre das Leben ohne Tod? Das macht zuerst lebenswert. Wir haben ja beide auch diskutiert, jetzt werde ich bald 60, du 59. Das sind vielleicht noch, wenn wir Glück haben, noch 20 gute Jahre. Das ist noch ein überschaubarer Zeitraum. Und dann, wenn ich nicht wüsste, dass das so kostbar war, könntest du einfach so ein bisschen Larifari vor dir anleben. Aber ich glaube, gerade der Moment, und ich sehe auch immer, was der Tod mit Leuten anstellt, in dem Moment, wo jemand stirbt, wo man kennt, ob er richtig nahe steht oder nicht, das sind ja immer so Momente, wo die Leute innehalten. Wirklich so eine Selbstreflexion gehen, so für einen Moment. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Leben. Ein Moment in einem Leben. Die Frage ist einfach, was du daraus machst. Woody Allen hat ja zwei Fragen gekriegt zum Tod, mal am Filmfestival von Cannes, wo es das noch gegeben hat. er ist gefragt worden, was halten sie vom Tod? Und er hat gesagt, ich bin total dagegen. Und die zweite Frage ist, also Frage ist gesehen, nein, eine Aussage ist gesehen, er hofft, dass wenn der Tod bei ihm vorbeikommt, dass er dann nicht daheim ist. Was ist für dich selber der Tod? Ja, also ich kann mir ja den wahrscheinlich nicht aussuchen, auch wenn vielleicht irgendwann die Lebensfäden gesponnen worden sind. Aber ich bin als Teenager sehr beeindruckt gesehen von Ludwig Hirsch, von seinem grossen schwarzen Vogel, aufs Fensterbrett kommt und ihn mitnimmt. Und ich habe mir immer gewünscht, oder so, wenigstens jetzt noch in dieser Zeit, dass ich mir meine Tode selber aussuchen kann. Dass es dann einfach gut ist und dass das nicht irgendwie mit einer Schisskranke zusammenhängt oder so etwas, oder dass du kannst warten, dass der auf dich zukommt und dich mitnimmt. Ich stelle mir das eigentlich nicht als schrecklich vor. Okay. Ich stelle mir das als einen schönen Moment vor. Also für mich ist er auch ein Trainer. Also ein Trainer ist nein, ein Mentor. Oder? Das, Carpe diem, oder? Das hast du mir auch mit deiner sehr speziellen Lebensweise, das würde den Rahmen vom Studio sprengen, das möchte zu erläutern, beibracht, dass man eigentlich das nicht selbstverständlich ist, dass man sich furchtbar aufregt über irgendwelche Sachen, da kommt irgendeine Diagnose. Und
Inner Sekunde, nicht inner Stunde, inner Sekunde ist irgendwie alles anders. Und alles hat eine andere Bedeutung. Und ich glaube, ich weigere mich gut zu suchen in dieser Corona-Geschichte. Aber wenn wir solche Sachen können machen und Gespräche und Gedanken können führen, was bedeutet Leben und Tod, dann jetzt vielleicht irgendjemand doch noch irgendein paar gute Hirnzellen mobilisiert. Gut, es gibt zwei Sachen. Ich meine, jede Situation ist wahrscheinlich am Schluss das, was du daraus machst. Mhm. Das ist so. Und das Zweite ist etwas, was man sich einmal fragen muss. Das hat mir auch eine gute Freundin aus Tahiti immer gesagt. Du musst dir nur überlegen, ist das in 10 Jahren noch von Bedeutung oder von Belang oder nicht. Oder? Und dann wird ein Haufen relativiert. Das ist so. Machen wir wieder eins? Ein oder noch? Ja, machen wir wieder eins. Und einen guten Kumpel von uns. Fasnacht, Great Reset. Und 2. Unsere Fasnacht tut für Freiheit stehen. Aber die Freiheit haben wir einfach so logo. Morgenstreich, Gordes, Zwiebelwärien essen. Schnitzelbank, kannst alles vergessen. Laternenzauber auf dem Münsterplatz. Tilge lesen, lachen mit dem Schatz. Die drei schönsten Tage hat man ins genommen. Sisch, Great Reset, das sieht jetzt halt so. Die wahre Gefahr ist aber nicht das Corona, bitte schön, sondern was wir alle mit uns machen lassen. Glaubst du an die wahnsinnige Macht, die das WEF und der Klaus Schwab hat? Also ich meine, der Mann ist über 80, also könnte auch irgendwie als Dr. No im James Bond mitspielen. Also Ursi Andres im Bikini würde mir jetzt nicht gönnen, aber glaubst du, dass der wirklich noch so eine Macht hat? Also nicht eine wirtschaftliche in Davos, aber das ist jetzt auch vorbei. Also ich glaube, man muss immer vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Das ist wahrscheinlich überall so. Ich meine, was für eine Macht hat wirklich ein Bundesrat? Natürlich hat er Macht, aber dann nimmst du einen Taskforce und seine Chefbeamten weg, dann ist nichts mehr um. Ich glaube, das ist hier ein bisschen ähnlich. Aber ich denke, dass man das WEF schon sehr ernst muss nehmen muss. Ich meine, da sind alle Politiker, die irgendwie etwas zu sagen haben, schalten sich dort auf. Das war fast ein Muss, ja. Da ist dabei zu sein. Es sind die 10.000 grössten Firmen dabei. Weltweit grössten Firmen. Das ist nicht so, dass das jetzt einfach irgendwo ein Verein ist, der ab und zu mal in Davos auftritt. Also dort kann ich mir schon vorstellen, dass halt machtzentrale Fäden gezogen werden. Ja, also ich nehme das sehr ernst. Ich kann ihn selber nicht unbedingt sehr ernst nehmen, aber irgendeiner steht halt alles vorne dran. Aber ich glaube, was dort kommt und auch mit seinem Buch jetzt da, ja, da bist du sicher nicht auf dem Holzweg mit dem, was du uns da die ganze Zeit probierst zu erläutern. Also wenn man die Presse, die er hat, ist ja sehr unterschiedlich, aber wenn man jetzt Davoser ist und Davoser Gewerbstreibenden und ein bisschen merkt, von was ist die Gemeinde, also nicht komplett, aber doch substanziell, von was von einer Organisation abhängig sie ist. Ich weiss nicht, das ist ein bisschen speziell, oder? Also, ja, ich meine, jetzt sind die weg, Singapur, und zuerst haben sie, was haben sie, einen Bürgerstock gewählt, das ist ja nicht gegangen. Und, ich meine, vielleicht ist auch dort die Kühe melken und melken und melken, man muss nur auf Basel schauen, oder mit der Art. Es gibt andere, Türen und Schmuckmessen. Wenn einfach alles dermaßen aufgeht mit den Preisen, das hat alles irgendwo ein Niveau, wenn du drüber bist, dann klopft es. Und dann braucht es vielleicht noch irgendeinen Anlass, bei der Messe ist es ein anderer gewesen, da ist jetzt der, und dann kommt man. Ja. Das ist nicht alles einfach nur selbstläufig. Was ist das Gefühl, wenn er nicht mehr ist? Kommt da noch? Und sein Sohn, der ist schon in China und sein Sohn noch? Ich habe ja auch in einem Projekt, das ich sehe, sehr interessante Gespräche wegen Alternativstandort. Und du kannst dir nicht vorstellen, was dort für eine Maschinerie hinten dran läuft. Auch sicherheitsmässig, okay. Oder was du da alles müsstest, okay. Erfüllen. Es ist sehr ernst. Okay. Also mindestens von der Struktur und von dem, was sie darstellen und das, was sie repräsentieren.
ob jetzt er unbedingt immer sehr ernst muss genommen werden. Sei dahingestellt, aber das Ganze ist ein Machtfaktor. Aber er ist das Gesicht. Ja, er ist das Gesicht. Irgendein muss immer das Gesicht sein. Ganz klar. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht weiter ins WEF reindringen, weil sonst kriegen wir einen Maulkorb von unserem Gastgeber, Herr und Frau YouTube. Genau. Das aber von Maulkorb! Wir hätten hier noch etwas über die Maske. Genau. Und zwei. Wir fragen uns, warum, wieso ist es mit der Maske so weit gekommen? Zuerst haben sie gesagt, sie nutze nichts. Sie für die Füchse. Plötzlich aber ist sie ein Stück Stoff des Glücks. Später hat es dann geheissen, ohne etwas Gutes zu verheissen, im Minimum, ich lach mich krumm, im ÖV und im Lädeli ein Maskeli drum. Der Fauci, der Doktor im Weissen Haus, behauptet jetzt, er käme draus. Besser zwei Maskeli, das ist kein Witz. Auch wenn ich drunter noch mehr schwitze. Das seicht und jetzt schon bald ein Jahr. Es wär zum Heulen, wär's nicht wahr. Wir lösen Maske konsequent weg. Wir schnaufen lieber gute Luft als der eigene Dreck. Die anderen können alle saublöd gaffen. Es bleibt dabei, Maske machen uns zum Affen. Politiker aber, das kommt uns gerade in Sinn, mit oder ohne Maske, bei denen steckt nichts drin. Ja, das ewige Thema, die Maske. Am Anfang nichts, das hat der Fauci gesagt. Ja, man zupft hier ein bisschen drum, das sind ja nur schädlich. Bei uns jetzt Kaiser bringt gar nichts. Und jetzt werden wir sie irgendwie nicht mehr los. Für mich ist das immer, also gut, ich habe ein offizielles Attest von einer Praxis, aber für mich ist das schon mehr als einfach ich in den Mundschutz. Für mich hat es eine Symbolik. Man kann das Virus sichtbar machen, man kann mit dem Maskeli immer die Leute daran erinnern, es ist etwas um. Ich meine, da kann ich immer widersprechen, das ist zweifellos so. Ich denke jetzt einfach, wenn man eine Zeit lang in einem asiatischen Raum war und dort gelebt hat, ist das eigentlich dort zur Winterzeit, das ist ganz normal gewesen, wir sind das einfach nicht gewöhnt. Und ich kann mir vorstellen, dass auch bei uns die Maske jetzt nicht mehr verschwindet. Was ich einfach nicht kann verputzen und was sie dringend müssen ändern. Ich meine, du hast das 38-Seiten-Pamphlet verlinkt bei dir von den Ärzten. Ich frage mich jetzt nicht, wie sie heissen. Für die verschiedenen Studien. Ja. Ja. Was zu sagen gibt über Covid und Masken steht da drin. Und also ich meine, das sind Spezialisten, das sind jetzt wirklich Fachleute, wenn die mir sagen, es nutzt nichts, dann glaube ich denen das. Aber ich glaube einfach, es soll auch da, es soll jedem seine eigene Freiheit gelassen werden, ob er die Maske will anziehen oder nicht. Ich habe mit dem jetzt kein Problem. Wenn man es nicht so allgemein verbindlich erklärt und nachher noch mit Bussen hinten reinsäckeln, oder? Das ist das bei etwas, wo wir praktisch alles, wo einfach mit Corona zusammenhängt, nicht, überhaupt nicht evidenzbasiert ist. Oder? Es mag ja schon etwas nutzen. Dann ist es ja gut und dann sollen es die anziehen, die es wollen. Aber man soll die anderen leben lassen. Ja, aber wir sind ja da im Medizinbusiness sind wir das ja eigentlich gewöhnt, bei gewissen Eingriffen. Es ist manchmal auch, dass man sich selber schützt vor Leuten. Oder? Das ist nicht immer so. Der weiße Schutz schützt ja der Arzt von den Leuten. Das ist nicht umgekehrt. Oder? Also das sind wir ja gewöhnt, Zahnärzte auch, spätestens in HIV. Aber Markus, draussen an der Luft. Ich sehe Leute auf dem Trottinett, ich sehe Leute auf dem Velo. Ja, ich sehe Leute in Quartierstraßen, wo kein Mensch rum ist. Und wenn die gute Luft eigentlich nochmal
Also das habe ich gar nicht verstanden, warum man draussen Maskenpflicht hat. Oder allein im Auto nicht, aber eben man muss oder allein im Auto, nur lang genug verrückt machen und dann ist halt einfach alles irgendwo. Oder ich weiß auch nicht, oder Leute, die vorher gesagt haben, ich habe die Schnauze voll und ich will sterben und bla bla bla, aber jetzt sind das die Ersten, die mit der Maske überall rumsegeln. Ich glaube, dann müsste ich sie noch daheim haben, wenn du daheim gehst, oder? Aber es ist ja im asiatischen Raum, ist das so? Die fahren dort mit denen Velo und mir hat man gesagt, die haben es eigentlich auch zum anderen nicht anstecken. Also ich kenne die Philosophie dahinter nicht, aber das ist noch etwas, was man vorstellen kann. Und darum haben die immer an, weil der Asiat ist ja sehr, sehr polite gegen seine Mitbürger und Mitgenossen da, weil er gar nichts irgendwo noch immer verkehrt machen. Und aus dem heraus kann ich es eigentlich noch begreifen. Auch dort, aber ich meine, wir haben manchmal auch gelacht, als wir segeln, ob der Mumien oder der Wanderer mit der Maske gekommen sind. Das lässt jeder selber machen. Aber das schon im März. Das ist doch auch vorbeireich, also anders kannst du nicht sagen. Gut, oder? Also der asiatische Raum ist jetzt nicht mein erster Zielbereich, aber was mich schockiert, und darum müssen wir noch mal einschenken. Nimmst du auch noch mit? Jo, ich komme natürlich noch mit dir. Das ist logisch. Aufhängig von dem Leben auf der Milz weiter. Also bei mir geht es erst um 6 Uhr morgens los. Nein, was du gesagt hast, die Maske werden nicht mehr so schnell los. Also auf das stoßen wir nicht an, aber auf den Blut. Auf uns. Also das, das finde ich jetzt heftig. Niklas, du meldest dich auch, wenn du leer bist. Also ich meine, vom Glas her. So. Jo, die Maske kriegen wir im Moment nicht weg. Also, ich sage nichts, oder? Aber wir kommen doch zu einem von unseren maskösen Gebieter. Monsieur Le Roi Soleil de Fribourg. Bist du bereit? Das ist ein Schwerer. Das ist ein Schwerer. Es ist noch ein Fremdspruch drin. Ah, c'est affreux. Ja, c'est difficile. Und zwei. Der Berse. Ich muss es deutlich sagen. Seine Masse. Kann ich fast nicht mehr vertragen. Er trägt jetzt auf der Glatze Helm statt Hut. Für den nächsten Point de Presse gibt ihm das Mut. Sogar im Elsass, in der Gouronsleime, wo er sich Spuse getroffen hat im Keime, meinen sie, und wir die nicht übertreiben. Cher Suisse, wieso kann der Enfant bei euch noch bleiben? Wie notre Macron macht er doch alles kaputt. Vom Bistro, le Théâtre, le Sport bis zum edlen Schütt. Mit seinem Auftreten dem Schnurchen könnt ihn doch der beiden brauchen. Gern die mir in den Amis borgen. Die können ihn dann in Guantanamo entsorgen. Eine interessante Wandlung vom Unternehmensberater und guten Läufer übrigens. Das ist eigentlich einer von uns. Ich glaube, gute Zeit, Montefribourg. Eigentlich zu einem, wie soll man das nennen, also zu einem staatsästhetischen Dandy, der jetzt eigentlich ein bisschen, hat noch eine Assistentin, Simonetta, und der hat also ein bisschen Widerstand von zwei Herren und der Rest, die anderen drei, oder wie viele sind es, nicht drei, von denen hörst du eigentlich nicht viel. Aber er kommt unter Druck. Ich habe das Gefühl, er kommt jetzt unter Druck. Jetzt ist langsam das Gewerbe aufgewacht und die andere Partei ist aufgewacht und uns, also meine Partei eigentlich, ich bin keiner, aber ich bin ein Kleinkrämer und ein Gewerbetreibender, das war ja eigentlich die FDP, die hatte ja eine Dosis Valium jetzt ein Jahr, macht jetzt auch ein bisschen auf, aber es ist schon ein interessanter Mensch, hast du das Gefühl, er ist ein Machtmensch? Eine richtige Macht? Also ich will mir keine Urteile über Herrn Berse erlauben, weil ich ihn nicht kenne. Aber mein generell Fall ist natürlich schon mal aufzubauen, wenn einigermaßen vernünftig und modisch gekleidet bist. Aber das ist schon mal, das ist nicht normal in diesen Kreisen, oder? Und dann ist es halt auch in der Politik so, wie vielleicht noch jemand anders auch
dass halt einfach das Petri-Prinzip durchgreift. Ich kann mir vorstellen, Berset in jungen Jahren, intelligent, tipptopp, macht Karriere, beruflich längt es aber nicht ganz, wie gefragt, kommst du in Politik? Dann steigt man mal ein, geht das Leiterli auf, auf einmal ist man zu Bern und eh, du versehst, bist du noch Bundesrat. Und Bundesrat, das ist wie wenn du einen Gerichtsschreiber wegnimmst, dann können die Gelder empfehlen. Bundesrat ohne seine Chefbeamten macht auch nichts mehr. Aber die bleiben, das ist nicht jetzt Amerika, was dann alle auch weggeputzt. Oder? Also die Macht hinter dem Bundesrat, das sind Chefbeamte und jetzt in so einer Sondersituation sicher auch noch Taskforce. So, und jetzt kommt der Berset, der denkt, ja, wenn es alles normal läuft, dann flutscht das, wie es jahrelang geflutscht ist. Ich meine, wer kann mir noch wirklich etwas Überragendes von Schweizer Bundesrat aus dem Judin sagen? Es ist... Du meinst Strafe? Ja, gut, du siehst, ich denke nicht. Ja. Nein, aber es ist ja wirklich dramatisch. Da bleiben ein paar Namen, aber der Rest, das flutscht einfach weg. Das, Entschuldigung, das Energiesparen mit Eierkochen. Ja, Adolf Ogi, also im Jahr 2006. Also aber das ist alles... Ein bisschen Respekt vor dem Magistrat. Wie immer, ich sage jetzt nur, wie im normalen Geschäft auch, wenn das normal läuft, ist alles kein Problem, aber wenn du eine Krise hast und so eine ausgewachsene Krise wie jetzt, weltweit, was sollen denn unsere 7 Bundesräte machen? Das ist... Das Schlimme ist nur, dass alle zusammen genau den gleichen Fehler gemacht haben. Es hat einfach, das ist typisch für die Medizin, technically driven. Man hat nicht geschaut, was man wirklich evidenzbasiert kann machen kann. Spätestens ab Sommer wäre das möglich gewesen. Oder? Man hat sich hinter dem Lockdown versteckt. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob man jetzt die UNO ihre Zahlen genommen hat für die Reproduktionen für den Test, weil der Test jetzt immer noch 35'000 und jetzt haben wir irgendwie 1,7% positive. Also mag ja sein, dass sie mal dort vernünftig geworden sind. Aber mindestens im Sommer hat man müssen merken, es könnte eine zweite Welle geben und wir haben Kapazitäten zur Verfügung stellen und gleichzeitig, wenn man einen Lockdown macht, ein Exit-Szenario, das ist einfach ja. Nichts. Prost, Marco. Prost, Mecke. Wenn ihr einen Unterbruch gesehen habt, es ist gerade die Fasnachtspolizei vorbeigekommen, weil Veranstaltungen sind strikt verboten. Und sie haben festgestellt, es ist keine Veranstaltung, aber wir sind 3 Haushalte. Und dank Kautionszahlung sind wir noch frei im Fuß, aber die Kaution ist hoch. Also, liebe Freunde, wir brauchen Spenden von euch. Aber jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Bänkchen. Ist gut. Ich gehe aber sicher mal. Gehen wir mal nach Deutschland. Ja, schau mal. Schau jetzt hier, die Mutti. Zwei. Der Wackeldackel wird als Kultobjekt von mir seit Jahren gekickt und pfleckt. Auch mein Wackel-Elvis ist erbracht, wo in jeder Kurve der Hüftschwung macht. Was ich jetzt noch unbedingt will haben, ist eine Merkel-Figur, die zittern kann. Ja, Frau Merkel, das ist noch ein Endspurt nach 16 Jahren, noch so eine Corona, so eine Corona-Krise, du. 26. September, Bundestagswahl. Ich bin immer noch in sich, dass sie nicht nochmal antritt. Weil, also, was da sonst so kommt, also, ich sage ja nicht, dass das toll ist, oder? Aber, er ist eine ganz spezielle Figur, findest du nicht? Ja, also, vergöttert von vielen Deutschen. Sie hat natürlich ihren Weg gemacht, gegeben von Herrn Kohl. Und, also von der Uckermark über den Herr Kohl. Wo irgendwo noch immer kommst du halt her, gell? Das ist schon so. Aber wenn man so sieht, wie viele 80 Millionen Einwohner in Deutschland? Ja, ein bisschen mehr. Das ist dann schon bedenklich, oder was denn da in der Politik, da müsste sich doch irgendwie jetzt die wirklich profilierten Köpfe einschlagen und nachfolgen. Wer ist denn da? Also, darf ich unterbrechen, es gibt ein Land, wir nennen den Namen nicht, weil YouTube ist da sehr sensibel, wo etwa 300 Millionen hat und gerade frisch gewählt hat. Dann fragt man sich auch, was da noch kommt. Gut, der Vorteil ist natürlich, in Deutschland brauchst du nicht 300 Millionen Dollar auf dem Konto, bevor du dich aufstellen kannst. Nein, das war nur bei BlackRock gesehen. Das hilft sicher, oder?
Aber ich denke, ich meine, es gibt ein paar sehr profilierte Politiker, aber das will sich niemand antun. Ja. Der Job will sich niemand antun. Also das ist das beste Beispiel. Also die SP findet, ja, also stell, mein Kanzler Brandt und Schmidt, und da müssen wir nicht Sozialist sein, aber sind einfach schon noch Figuren gesehen, oder? Also man kann halten jetzt von der SP, was, SPD, Entschuldigung. Aber was da jetzt durcheinander tun, das ist eigentlich noch dramatischer als in der CDU. Die CSU lassen wir weg, also Bayern, der Unfreistaat Bayern, wenn wir jetzt heute nicht groß thematisieren. Aber ja, also wer heißt du? Wer macht es? Lasche? Wer? Wie heißt du? Merz? Oder gibt es noch? Ich bin natürlich die CSU, aber das ist nicht wählbar, wenn man die CSU ist. Also. Ich bin da genauso weit weg, und wenn ich meine Freunde in Deutschland interviewe, dann haben die eigentlich auch nicht wirklich ein Gefühl. Also es ist ja niemand da, wo sie können ablösen wirklich, außer der Maskenheim, oder? Und ich meine, dem seine politische Gesinnung ist genug bedrücklich. Das ist ganz schlimm, oder? Eben darum sage ich, wir sind auf Überraschungen gespannt. Machen wir ein Bändchen. Aber dass es hier auf Last Minute noch irgend so der grosse Erlöser vorkommt. Kevin Kühner, der Jungsozialist vielleicht, kann man das sagen. Komm, wir machen mit. Ah ja, auch. Gehen wir doch ins Spital. Also, das ist ja jetzt auch nicht wirklich so abwegig. Gehen wir doch ins Spital. Und zwei. Im Bruderholzspital, gerade bei mir oben. Verklemmi. Merkst gar nichts von der Corona-Schwemmi. Ich bin schauen, hab dort kein mit dem Virus getroffen. Dafür haben sie Jerusalem getanzt und rumgesoffen. Ja, flattening the curve. Spitalüberlastung, sind wir alle wahnsinnig verschrocken im Frühling, muss ich sagen. Ich auch. Ich habe dort die Medien nicht so schlecht gefunden und der Koch und der Bärse-Phase weiss auch nicht. Und dann hat es mich einfach gewundert, dass man den ganzen Sommer lang hat, vor allem in Deutschland, massiv Intensivbetten abgebaut, über 4.500. Man hat Spitäler geschlossen und in der Schweiz ist eigentlich, obwohl man seit dem Juni die zweite Welle angeschrieben hat, ÖV-Maskenpflicht am 6. Juli in Basel-Stadt. Der Herr Engelberg, wir kommen noch auf ihn. Am 21. August Maskenpflicht in den Läden bei 35 Grad eingeführt. Oder? Und man hat die zweite Welle förmlich angeschrieben. Aber logistisch, das hast du ja vorhin gesagt bei der Bundesrat, hat man eigentlich überhaupt nichts gemacht. Oder? Und wenn man jetzt schaut, also ich mag mich die Sinne, Jodelfestival im Kanton Schweiz. Da ist das Spital Schweiz vorgeprescht mit der Direktorin und dem Chefarzt Innere Medizin. Wir sind an der Grenze. Im Moment, die haben drei Intensivbetten und eins ist besetzt. Also, prendre nous pour des cons, würde man in Fribourg sagen. Aber der Herr Berset hat nichts gesagt. Und dann ist das eigentlich wirklich los. Dann sind die Zürcher gekommen, dann haben gesamtschweizerischen Lockdown gefordert. Zürcher, das vertragen wir gar nicht in Basel. Wir treffen uns, das vertragen wir überhaupt nicht. Und vor allem, wie viele Intensivbetten arbeiten? Ja, 200 oder 200, so. Ja, ja. 200, oder? Und dann, wenn man das anschaut, muss man sagen, es hat Kantone gegeben, Schaffhausen ist gerade mal bei 100% Belegung, andere, die über 90 sind, aber generell, der Stricker sagt es immer wieder, sind wir irgendwie zwischen 75 und 85 und die Ökonomen sagen, also eine Intensivunit, also eine Bettenstation, muss über das Jahr etwa 80-85%. Also das heisst ja nicht, dass die mit Geld verdienen, das ist ja auch irgendwie komisch, oder? Aber zwischen es ist total am Platzen und dem, was man uns erzählt hat und ist einfach ein Unterschied. Und ich muss sagen, ich habe ja auch mal, nicht gerade gestern, aber im Spital geschafft. Und Intensivbett ist oft ein bisschen wie ein arabischer Markt. Wer kann man nicht los auf die Abteilung, wer kann kommen? Und es gibt halt Situationen, wo man wirklich improvisieren muss, aber das Flatten in der Kopf. Die andere Geschichte ist ja das, wirklich das Jerusalem. Und ich weiß ja nicht, aber es ist schon so, es haben schon keine vielen Spitäler haben das gemacht. Und wie man dann bei so kaputtigem Pflegepersonal noch so Choreografien machen kann, ich weiß nicht, haben sie dann einfach die Leute mal
verkleidet und das in Pflege gesehen. Aber wer zahlt denn das? Also, das ist ja nicht ganz billig, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich komme auch als Arzt, ich komme da oben nicht raus, was da abgegangen ist. Also rational kann man das nicht nachvollziehen. Ich würde es mal auf das Pflegepersonal aus der Schusslinie nehmen. Ich meine, das ist wie die Polizei. Man braucht schon eine Polizei. Also ich gehöre das da, wenn es Spass gehabt hat. Ja. Absolut. Vielleicht lässt du auch mal die Luft ein bisschen raus. Und wenn du hier nichts zu tun hast, sonst das ist okay. Absolut. Ich meine, was dramatisch ist, ist auf die Weitsicht wieder von wem auch immer dafür, dass es schon massiv verantwortlich ist. Oder? Ich meine, es ist ja keine Schuld. Das kommt auch noch dazu. Wer ist wirklich verantwortlich? Wer willst du wirklich packen? Das flutscht alles irgendwo weg. Also ich wüsste zwei. Einen haben wir schon gehabt, einen Kunden, aber in der Schweiz. Ob du dann wirklich die Richtigen triffst. Aber ich meine, du hast ja mal den ganz interessanten Bericht gebracht über die Pandemie in der Schweiz. Von dem Oberst oder was es war, der das untersucht hat und gesagt hat, wir brauchen 4'000 Intensivbetten in der Schweiz. Ja, das war der Thomas Zettler, der Chef des BAG. Und ich habe mich gestützt auf Angaben vom Pentagon und von der NATO, also auf Einwohnerzahl Intensivbett. Und er hat ein Gutachten gemacht im Auftrag vom Verteidigungsschutz, also vom Militärdepartement, und hat das 2018 abgeliefert, am Monsieur Perset. Und das ist irgendwann in der Schublade gelandet. Also ein Ausgangspunkt, eine Basis muss das ja sein. Und mein Gott bewahr, es kommt jetzt mal wirklich so eine Käfer, der dann richtig rübt, oder? Und wir da rumschlappen sind, so wie jetzt. Das ist einfach völlig hilflos. Aber wenn man die Vieh hat, man die 4'000 Betten gehabt, hat man das aufgebaut, es hat etwas gekostet. Man hätte die können in Notfallbereitschaft halten, das aber deutlich weniger, als man jetzt alles verlocht. Man hätte nichts müssen zumachen, man hätte genug Betten gehabt, man hätte die Leute können versorgen. Aber das wird noch so irgendwie ausgelegt, da ist er dann auch wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, kurz vor der Pension aus dem Bundes... Nein, er hat ein anderes Mandat aufgenommen oder angenommen, wo es nicht spannender oder besser zahlt. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht persönlich. Was ich mich einfach frage, ich meine, wir reden jetzt von einem Coronavirus, aber wir haben ja noch, also da bin ich noch im Militär gesehen, bis zur Offizierschule, wir haben noch Militärspitäler gehabt. Ja, aber wenn jetzt so ein Virus die Intensivbetten schon völlig lahmlegt. Was ist denn, wieso haben wir noch eine Landesverteidigung? Wo gehen wir denn mit diesen Opfern an? Oder? Dann hat man ist ja stolz gesehen, ganz schnell irgendwie, was weiß ich, wie viel von der Armee zu mobilisieren. Die grösste Teilmobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg, du korrigierst mich. Aber wenn jetzt wirklich so ein Ernstfall wäre, für das wir ja jetzt wieder Kampfjets kaufen wollen, wo tun wir denn, wo tun wir die Leute an? Also, könnte doch, wenn es jetzt wirklich Notlage ist, also, wie wird das heißt, außerordentliche Lage in Notrennen, dann müsste man doch sagen, haben wir jetzt die Militärspital oder nicht? Und was machen wir, wenn jetzt die Schweiz wirklich angegriffen wird? Für das geben wir Milliarden aus. Wo gehen denn die Zivilisten? Oder auch kombatante Truppen? Wo werden die gepflegt? Im Dreierops von der Sanitätstruppe? Das sind einfach so Sachen, wo wir, aber nochmal, ich glaube, wir sind viel zu fest an der Logik behaftet. Das Ganze hat für mich seit Monaten keine Logik mehr. Und das finde ich relativ dramatisch. Ich glaube, es hat es nie gehabt, aber zum anderen, es gibt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder kehrt jetzt Vernunft ein und man nimmt die Warnung oder den Plan ernst, oder man zieht sich dann halt wieder ins Redwi zurück. Ja, Redwi-Theorie. Okay. Ja, schauen wir mal. Also, vom Spital gehen wir ins Altersheim. Okay, im Altersheim. Und zwei. Beim Zvieri im Altersheim fragt die Schwester Eiche Güli: Wer morgen will Holmo spielen? Wer krass lieber Mühli? Wer voll will impfen? Oder lieber über Impfung schimpfen? Du seid Frau Sarasin und streichelt ihren Pudel. Für so eine Frage, Schwester Eiche, machst doch heute einen Dudel. Ja, ich glaube, dass die Geschichte vom Alter sagt, also ich glaube, das können viele nicht mehr hören. Und die armen Alten dort, also wirklich, die können es noch am wenigsten hören und bereuen es wahrscheinlich, dass sie im Altersheim drin sind.
Also, das, mit dem haben wir ja mit dem Tod angefangen. Ich finde, du bist ja wirklich hier bewandert, aber ich habe zwei Wohnsitz in Deutschland und wenn ich sehe, dass viele Alte die Wahl haben zwischen Tafel- und Pfandflaschen sammeln, und das ist einfach so, das kannst du bestätigen mit diesen Rente, vielleicht hast du ein, zwei Zahl ob, dann muss ich schon sagen, mir kommt irgendwie das Wort Doppelmoral in den Sinn. Gut, das andere ist, in der Schweiz wird das auch nicht mehr angehen, das ist vielen nur noch nicht bewusst. Aber das Altersheim noch ein anderer Aspekt auftun, ich meine, vielleicht gibt es einen Haufen, die haben irgendwann mal gefunden. Frühzeitig, wir machen jetzt den Schritt, vielleicht wollen betreut wohnen und dann kann man dann nachher immer noch wechseln. Und ich meine, was jetzt passiert ist, das ist das, was wir auch diskutiert haben, was Inko sagt. Das musst du dir vorstellen, wir wären jetzt zusammen im Altersheim und hätten so mit 85 am Morgen am Samstag bei minus 14 Grad, wo wir das ja normal machen, unsere Regulator um die Welle drinnen. Der Dieter Hallervogt. Genau. Und dann steht da einer, fast jeder sogar mit der MP, und sagt, es kann doch nicht sein, dass du Leute völlig fremd bestimmst, die noch einigermaßen normal ticken und noch etwas machen können. Das ist einfach ein Unding, nur weil man nicht fähig ist auf diese spezifische Fragelösung, wie schütze ich die Alten, speziell auch im Altersheim, wobei die Alten nicht das Problem sind, würde ich betonen. Alte ist auch nicht despektierlich gemeint. Überhaupt nicht. Es ist eine Frage vom Pflegepersonal. Das ist das Problem, was dort reingebracht hat. Oder? Und das Pflegepersonal, ich würde denen auch keinen Vorwurf machen, die haben einfach müssen arbeiten. Aber wenn man, es ist einfach, man hat das müssen lösen, hat es keinen Lockdown gebraucht. Aber weißt du, wir werden jetzt in einer Woche 119 Jahre alt sein. Ja, krass, Mann! Nee, voll krass. Aber hätte es so etwas gegeben? Also ich weiß es nicht, ich habe den nicht gelebt. Ich höre immer wieder, das hätte es nicht einmal im Zweiten. Nein, ich meine, hätte es so etwas im Westen, in demokratischen Ländern, mit Schengen, ohne Schengen, whatever, hätte es so etwas Vergleichbares gegeben? Nein, man darf einfach nicht unterschätzen, was für ein gewaltiges Glück wir hatten. Zu dieser Zeit dürfen aufzuwachsen, wo wir aufgewachsen sind. Und so behielt man nicht. Man hätte ja noch alles studieren können, was man wollte. Das hat nicht einmal etwas gekostet. Hat auch nichts gekostet damals. Man hätte ja eigentlich alles können machen. Irgendwo. Möglich gewesen ist tatsächlich alles. In einer Zeit, wo man nicht an entfernt ist, an irgendetwas gedacht hat, wo das gewaltig Schöne, das uns eigentlich umgegeben hat, könnte zerstören. Also unsere grössten Krisen sind die Ölkrisen ja. Und der Borkenkäfer. Ja. Irgendwie. Weißt du, das sagen mir auch viele, wirklich noch deutlich ältere Leute wie wir. Oder? Wir haben eigentlich ein tolles Leben gehabt, wir haben keinen Krieg erlebt, höchstens so. Am Rand, oder? Ja. Und es ist immer nur aufwärts gegangen. Oder? Adenauer, Aufbau, Häusle bauen in der Schweiz, auch Konjunkturaufschwung, Wohlstandsvermehrung, gesellschaftliche Sicherheit, Frauenrecht, Stimmrecht, Gleichberechtigung. Wir haben ein tolles Leben gehabt und wir haben eigentlich in der Regel eine gute Bilanz. Oder lasst uns doch noch leben, das sagen mir viele ältere Leute, die wollen die Regime gar nicht. Das ist, ich finde es unglaublich. Also ich find's aber wir zwei lösen das heute nicht mehr. Nein, es ist einfach eine Frage und das ist immer das Gleiche. Ich meine, die Polizei und die ganzen Durchsetzungsorgane, die haben eine limitierte Möglichkeit personell. Und wenn irgendetwas zu gross wird, dann können die das nicht mehr stoppen, oder? Ja, ich bin einfach ein bisschen, auch von mir selber, nicht von dir, von mir selber, weil man hat das einfach fahren lassen, weil mich hat es eigentlich gar nicht gross tangiert. Das ist noch schlimmer, oder? Aber, ich meine, wo hat es denn in den letzten Jahren wirklich gekracht? Also denken wir mal in den letzten Jahren ein bisschen weiter zurück. Es waren immer die Jungen gewesen. Die Jungen bis vielleicht 30, 35. Ich meine, wo sind die heute? Ja, wo sind die heute? Du bist jetzt vom Altersheim in die Jugend und in Klubs. Ja, weil eigentlich die in die Veränderung gebracht. Oh, Zürich brennt und die Stadtgärtnerei und autonomes Jugendzentrum. Ich habe das Gefühl, sind wie die FDP, die sind alle unter Valium und irgendwie im Netflix in einem Trance-Zustand. Anyway, wir gehen nach China. Oh ja! Wir gehen nach China, liebe Mecke. Hello China! Und zwei. Der Ueli Muro sagt,
zum Chinesenboss, Herr Jinping. Sagen Sie mir sofort, wo die Uiguren sind. Im Umerziehungslager. Ah ja, Taschendicken. Kann ich Ihnen doch nicht auch Taskforce schicken? Der Ueli Murach ist ein bisschen einsam gewesen. Die ganze Zeit ist er ein Wolf im Schafsbett. Ich glaube nicht, ich glaube den einfach. Wir wissen einfach, ich wäre gerne so eine Ratte, eben eine Bundesratte. Ich wäre gerne mal in so einer Sitzung. Nein, acht oder weiter ist schon dabei, oder? Ich wäre gerne mal dabei. Wir müssen einen schreiben, das stimmt. Wie das dort zu und her geht. Also, was mich irgendwie völlig erschreckt, wenn man den Ueli Murach vor einem Jahr anschaut und heute, das ist ein brutal gealter. Ist wahr. Das ist ein brutal gealter. Ist wahr. Und ich meine, ja, ich glaube, wie viele Milliarden, dass der jetzt noch rausbläst, das hat keinen Einfluss auf seine Pension, oder? Aber irgendwo wird es ihm auch nicht wohl sein. Und irgendwann fährt es dann wahrscheinlich schon an der Psyche anfressen. Und das manifestiert sich dann einfach auch. Und in so einem Moment ist es dann sicher auch nicht lässig, wenn du nicht wirklich in der Schusslinie bist. Aber dann halt immer der Böhlimann, der ein bisschen bremst, der ein bisschen schaut, der sehr schnell reagiert, aber dann doch wieder nicht zu viel machen darf. Ich glaube, wir haben vieles in diesem Bereich sehr gut gemacht, vor allem der erste Covid-Kredit. Das war eine sensationelle Lösung. Aber alles, was nachher kam, ist einfach dramatisch. Aber das hat ja alles über den Haufen geworfen. Ich meine, beim ersten hat man einen Businessplan gemacht und kennen ja jetzt auch einige Gewerbetreibende und Unternehmen, die sagen, ja, wir kriegen es in den Griff und so. Schon wieder Wirtschaftswachstum und dann kommt Sparen, oder? Wir wissen viel mehr. Wir würden nie mehr Friseure schließen und Detailhandel. Zack! Monsieur Berset, wir können Corona, oder? Zack! Das sind alle die Businessplans ins Papier gewerbt, so was drauf gedruckt ist, oder? Und der kommt natürlich als Finanzminister, bist du irgendwann am Ende der Nahrungskette. Oder? Entweder du gehst zurück oder wirst gefressen. Also das ist schon. Also das ist einfach, der zweite Lockdown ist einfach gesellschaftlich. Für mich, ob es eine Tyrannei ist, wie der Köppel sagt, ja, wahrscheinlich, es ist einfach ein Gesellschaftsskandal. Aus dem Unvermögen wird es eine Tyrannei, nicht per se eine Tyrannei. Aber ich meine eben, ich will keinem Bundesrat unterstellen, dass er nicht das Beste gibt, aber mehr liegt halt einfach nicht drin. Ja. Offenbar. Ja. Aber dann kannst du auswechseln, das ist nachher genau gleich. Wo du vorhin über Politiker geredet hast, wenn du nicht gesagt hättest, Bundesrat, hätte ich gedacht, du redest über das Cedric Wermuth. Aber los jetzt, apropos Nahrungskette, gehen wir noch ein bisschen zum Pressen. Oh ja. So, du merkst. Ai, ai, ai. Und zwei. Im Lockdown kannst bald nur noch essen. Aber Fleisch darfst keins mehr fressen. Ein Hummer-SUV zum Gebosten. Daheim ein Pool. Auf Paris shoppen. Das finden viele cool. Am Pfingsten auf Malle. Nur ein Trip. Eine kurze, aber die Schuld, dass wer wird, siegen hier wo furzen. Ja, auch interessant, wie auch bei Wolf im Schafspelz, wie die ganze Klimageschichte immer so im Windschatten von Corona fährt. Oder? Also, das ist auch wieder so eine Impfpass und Bevormundung und Zurückhaltung und nicht reisen. Reisen Sie nicht, Jens Spahn. Reisen Sie nicht, Grenzen zu machen in Tschechien, Tirol. Ich habe das Gefühl, Tirol wird nächstens um die Fußball-Europameisterschaft-Qualifikation mitspielen als eigener Staat, oder? So, solange wir noch in Ferien können, dann im ich hoffe, September. Dass wir noch Ende August noch ist gut, oder? Also das ist schon eigenartig, die absolute Auflösung von der Individualität, vom Humanismus, ich rede nicht vom Transhumanismus, vom postaufklärischen Humanismus. Und viele nehmen das einfach so in Kauf und sagen, die wissen schon, der Bundesrat hat gesagt und am Fernsehen haben sie es gesagt und in der Zeitung ist es auch gestanden. Gut, ich glaube, jetzt ausser der
Klimaabgabe hat das jetzt noch niemand persönlich getroffen, was das Klima angeht. Vielfach ist es auch so eine Trittbrettfahrfunktion. Man hat irgendetwas, kann dort draufspringen und dann von uns an laufen. Oder? Das ist immer so ein bisschen wie Jesus und der Jünger. Es ist nicht schlecht und es ist auch nicht gut. Ich kann das eigentlich nicht wirklich bewerten. Oder? Also, ich habe beängstigende Sachen gelesen, was passiert, wenn die Temperatur mehr als 1,5 Grad zunimmt. So, denn das stimmt. Wenn das passiert, dann ist das irgendwie 2050. Da macht man dann eigentlich keine grossen Gedanken mehr, so egoistisch bin ich. Aber wenn das nicht für sich irgendjemand gewaltig lohnt, dann wird das gar nicht passieren. Aber wir müssen schon sagen, wenn wir sehen, was in den letzten 20 Jahren technisch gelaufen ist, dann müsste man eigentlich unseren Regisseur beiziehen, oder? Und du redest jetzt vor in 30 Jahren, also dann haben wir in 15 Jahren, dann müssen wir doch einfach sagen, da wird noch viel passieren technisch. Was die Autoindustrie geleistet hat in den letzten 20, 30 Jahren von den Abgasemissionen, ist gewaltig. Also ich habe keine Aktien bei einem Autohersteller, aber einfach immer noch bashen und jetzt denken, ja, jetzt haben wir ein bisschen Sonne und wir haben Windpanels, wo ich etwas vom hässlichsten finde in der Landschaft, also so Windparks oder ich habe Hoffnung in Technik, dass die sagen, wir bringen sogar einen Verbrennungsmotor auf 2 Liter oben runter, wenn es nicht gerade irgendwie 300 PS und auch das finde ich auch, was brauchen wir das noch für 120 fahren von Baustelle zu Baustelle, oder? Ja, also ich habe da schon Hoffnung, dass Technologie und Industrie und die Spezialisten das weiter können senken. Und das, dann gibt es ja noch etwas. Nicht nur der Mensch adaptiert, auch der Planet adaptiert. Also das ist einfach so, oder? Also der Wald ist gottverdeckelt, der Dreck sich hat einfach nicht wollen sterben. Ja, sonst könnten wir dort nicht mehr säckeln, das wäre ein schöner Säckel. Also das kann nicht daran gelegen sein, dass man 3 Wochen lang 100 hat dürfen fahren auf der Autobahn, oder? Nein, ich glaube auch dort müssen wir globalen Zusammenhang denken. Das ist. Okay, wird schwierig. Ja, aber so ein Problem löst jetzt kein Staat für sich, oder? Ich wollte vorhin noch etwas sagen zu der ganzen Klimadebatte. Ich meine, eben, es ist wahrscheinlich schon so, dass wenn sich das nicht wirklich lohnt von irgendjemandem, oder irgendjemand etwas findet. Ich meine, es ist auch eine Frage der Ressourcen. Wir haben einen Vektor-Impfstoff in 10 Monaten aus dem Boden gestammt. Nur mit Milliarden, die reingepusht worden sind. Also wenn die Milliarden damals nicht in den Atomstrom, weil das einfach Cash-Cows gewesen sind, ohne Ende geflossen wären. Sondern damals schon in Alternativen, und vor allem dann die alternativen Speichermedien, dann würde die Welt heute anders aussehen. Aber man hätte die riesigen Stromleitungsmasten nicht. Und wenn man will, dann kann man das. Vielleicht müssen wir mal mit dem Schwab reden. Vielleicht. Vielleicht müssen wir das resetten. Aber, du hast gesagt, früher, und das Motto ist, vorbei ist schon vorbei. Vorbei ist vorbei. Und zwei. Der Macron sagt zum beiden Joe. Du musst dich nicht genieren. Auch ich höre schon seit vielen Jahren ohne Erfolg regieren. Zur Maruga sagt der Perse. Hey yo, Simonetta, mon Dieu, bald sind wir zwei nicht mehr da. Hast recht, meint Simonetta. Ich merk's alles wie fester. Wie die SP bin auch ich schon bald. Nur noch Schnee von gestern. Ja, die Linke, das ist ein chamäleonartiges Ding. Eigentlich enttäuschen sie, aber irgendwie, also die Linke ist jetzt auch so ein Sammelbegriff. Es gibt ja auch ein Boris Palmer in Tübingen, Bürgermeister, der Tübinger Weg, Grün, Bündnis 90 Die Grünen. Es gibt eine Sarah Wagenknecht, die Linke, die also wirklich da sehr, sehr kritisch sich äußern. Eloquent. Eloquent, ja, das sowieso beide. Auch ästhetisch eloquent zum Anschauen, sowohl als auch. Und
bei uns hat man einfach das Gefühl, der Etatismus, der Staatsapparat, der wird aufgelustert und irgendwie, auch dort ist für mich so ein Trittbrettfahren, dass irgendjemand so bedingungsloses Grundeinkommen, wenn genug kaputt ist. Oder, und Verstaatlichung, und dann gibt es noch ein paar Grosskonzerne, so Technokratie, die man dann aber auch gut kontrollieren kann. Ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht von der Linken. Es gibt ja Leute, die sagen, sie seien enttäuscht von der Linken. Ich bin nicht enttäuscht von der Linken. Wenn man keine Erwartungen hat, dann nimmt man die positiven, ich habe sie genannt, und sonst muss man sagen, ja, es ist ja so, wie es ist, und fertig. Ja, ich meine, was wir jetzt erlebt haben, ist eigentlich so der grösste Sozialismuswelle seit Lenin. Ja. Das hätte auch nicht besser können machen. Mhm. Ohne Morden im Moment noch, oder? Ja. Also direkt meine ich. Indirekt ist natürlich schon gemordet worden. Und ja, jetzt ist der Staat so als Kragen, hat so seine Hände um alles gelegt, hat abhängig gemacht. Das finden natürlich jetzt alle die, die mit einem riesen Helfertrieb ausgestattet sind, finden das souverän, die haben ihre Lebensaufgabe gefunden. Da ist wahrscheinlich auch das neue SP-Duo dazu zu zählen, oder? Spitzenduo. Ich meine, wenn du alles kaputt machst, musst du helfen. Und dann kann halt nur noch der Staat helfen. Aber der Sozialismus angeführt hat, ist die Sowjetunion ziemlich eindeutig vor Augen geführt. Das ist eine Frage der Zeit. Und ich bin nicht mit dir mit der Meinung, dass die ganz Grossen, die nachher noch da sind, dass man die kontrollieren kann. Die lohnt sich nicht kontrollieren. Ja. Die führen dann ein autonomes Leben und der Rest wird dann gleichgeschaltet, so gut man das gleichschalten kann. Ich meine, es ist ja jetzt irgendwo schon komisch, wenn man fällt dir nicht auf mit diesen Impfungen. Pass auf, heisses Thema. Nur Positives. Also, wir gehen zusammen impfen morgen. Ja. Vergessen es. Man nimmt ja jetzt den Tempo gewaltig zurück, weil vielleicht hat man auch gemerkt, dass die Impfung eine gewisse Freiheit schneller wieder zurückbringen, obwohl ich nicht dieser Meinung bin. Aber es könnte ja sein, dass das sehr bewusst gesteuert ist, dass man das macht. Und ich habe kein gutes Gefühl, wenn sich ein Staat um alles muss kümmern, weil da geht die Wirtschaft, die Innovationskraft. Wenn du nicht Leute hast, die richtig Geld verdienen können, aber das wieder können investieren und Leute geben, dass sie Arbeit haben und ihre Familien ernähren. Und ich glaube, wir haben gleich nochmal auf einen Roadjob zu sprechen kommen. Make America Great Again, ein Einkommen muss länger für eine Familie. Das ist ja auch ein Versprechen, das man gehabt hat. Und dann schaust du heute mal bei uns um. Wir sind nicht mehr so weit weg. Nein. Du bist der Meinung, es gibt den Staat und es gibt ein paar Grosskonzerne, Tech. Also wir laufen jetzt auf die Ansage. Technokrat, das wäre ja eigentlich ein Zwei-Parteien-System. Es gibt ja so ein Land, wo so zwei Parteien hat. Man kann es auch wieder nicht nennen. Aber weißt du was, machen wir doch einen Sprung ins kalte Wasser. Respektive eben. Ins warme Wasser. Ins warme Wasser. Und zwei. Hüpft ein Frosch in kochiges Wasser, grumpt er sofort raus. Machst aber das Wasser langsam heiß, dann ist es zum Grusen. Er merkt nicht, was denn passiert. Bleibt drin, bis er verreckt. Wir sind wie frisch. Politiker haben das längstens gecheckt. Ich glaube, das können wir kurz fassen. Da müsste ich also wirklich der Politik und den Zeitungen gratulieren und den Medien. Eine sensationelle Propagandaleistung in den letzten 11 Monaten. Wie viele Leute da wirklich hirngewaschen sind und alles glauben und nicht einmal mehr die einfachste Statistik können lesen. Muss ich sagen, wenn ich jetzt Berse wäre, würde ich sagen, Chapeau und Hut ab. Mir bleibt da einfach die Spucke weg. Es ist eine Sensation. Die hocken, ganz viele hocken im heißen Wasser. Nein, eben nicht im lauwarmen Wasser. Man macht sie immer heißer, man nimmt ihnen die Freiheiten weg. Man kontrolliert sie immer mehr und sie finden, gut schaut uns der Vaterstaat zum Beispiel. Oder Mutterstaat oder Cousinenstaat ist wirklich. Also mit Statistiken lesen, das ist so eine Sache lesen. Anschauen können es alle, aber verstehen und begreifen, das können wirklich die wenigsten.
Statistiken sind auch ein wunderbares Mittel, um einfach das zu zeigen, was man will zeigen. Also wenn ich eine Statistik aufbereite, dann zeige ich genau das, wie es muss sein. Und wenn ich etwas anderes muss zeigen, kann ich mit der genau gleichen Zahlen genau etwas anderes zeigen. Aber weißt du, mit der Statistik, ich finde es eben nicht so kompliziert. Und einer hat kommentiert auf meinem YouTube-Kanal, er hat gesagt, es sei nur eine Handwerker, hat er geschrieben, habe nicht ich gesagt. Dass ich froh, dass sie mit meinem Arzt die gleiche Meinung teilen. Da muss ich eigentlich zwei Sachen sagen. Erstens, auch ein Arzt stinkt beim Schissen, auch wenn man das nicht weiss, oder? Und zweitens, manchmal sind Leute, die wirklich arbeiten, viel pragmatischer und viel logischer. Und ich habe dann kommentiert, ich wäre dafür, dass wenn schon eine Taskforce, dass wirklich 50% nicht Akademiker sind und wirklich aus dem Schaffenden und nicht nur am Schreibtisch schaffenden Volk wären. Oder? Das ist, finde ich, die Statistiken sind nicht so kompliziert, finde ich. Aber man muss einfach anschauen und nicht immer nur die absoluten. Also sagst du, dass man im statistischen Amt mit dem sage, was die alles gemacht haben? Ja, ja, also gut. Und das sind dann Spezialisten, Entschuldigung, ja, Hochzeit. Wir reden von digitalen Impfpässen und Tracing-Apps und was weiß ich und Quantum-Tattoo und so weiter und gewisse Ämter, das RKI besser als BAG. Funktioniert immer noch per Fax. Ja, aber du musst die Wissenschaft, die Taskforce, ich unterstelle denen gar nichts. Die haben aus ihrer Sicht sicher das einzig Richtige vertreten. Aber du musst die abbrechen ins tägliche Leben. Und da braucht es die Leute dazu. Ja, da braucht es gerne die Leute, die wirklich an der Front sind, vom Kleingewerbe, von Angestellten, von Leuten, die auch Leute in Brot und Arbeit halten die. Also, in Memoriam, ich glaube, jetzt können wir eigentlich zu meinem Guru. Zurück auf Basis. Ja, zurück, er ist mein oberster Chef und darum auch mein absoluter Sri und Guru. Und ja, ich freue mich sehr, ihn bei uns zu begrüßen. Aber anfangen wir mit einem anderen? Ja, aber der ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist eben in Memoriam. Das war dann das berühmte Essen gewesen. Und zwei. Am Wessels seine Memoiren heisse Parkplätze sparen. Am Engelberger seine sein letzter Wille, wie ich in Basel durch die Beize kille. Und später, er kriegt nicht genug im zweiten Band. Der Mann ist und bleibt für die Stadt ein Schand. Die Vernissage, ein Gelage aus dem Wenkenpark. Er rieft mit letzter Kraft aus goldigem Sarg. Der Titel ist, wie ich sonst so lieb, ganz Basel in den Wahnsinn trieb. Ja, er ist jetzt wirklich so jemand, der eigentlich relativ lang unscheinbar regiert hat. Das ist für einen Politiker kein schlechtes Zeichen. Das ist ja für einen Politiker auch kein schlechtes Zeichen. Gut, die Spitalfusion Basel-Land, Basel-Stadt, das ist eine andere Geschichte, oder? Aber jetzt hat er richtig die Plattform gekriegt, oder? Aber er ist aufgesehen, seit etwa zwei Wochen, 10 Tage, ist ziemlich ruhig geworden. Seit dieser Schnitzelbank und dem Wenkenpark essen, ist irgendwie wie Ruhe. Also, das ist noch spannend. Also gut, ich unterstelle ihm nicht, dass er die Öffentlichkeit gesucht hat. Ich hätte jetzt einfach mehr gewünscht, dass in dieser Position ein klarer Kontrapost zu der Taskforce aufgebaut wird und nicht einfach eine Idee der Doktrin übernommen wird. Also dort, im Gegensatz zur Spitalfusion mit Basel-Land, hat die Koordination sehr gut funktioniert. Ich meine, die Funktion braucht es gar nicht. Das ist eh alles aus einem. Das haben ja alle nachgemacht. Keiner hat Basel-Land mal ein bisschen. Also die wirklich kritischen, die ich weiß nicht, ob die sich gefunden haben, hier, aber es ist auch hier das Gleiche. Du kannst unauffällig vor die anderen regieren, bis die Krise kommt und dann musst du zeigen, was du kannst. Und da gibt's, also ich weiß nicht, wie viele wirklich bewiesen haben, dass sie es können.
Aber das ist wahrscheinlich in der Privatwirtschaft unter dem Strich nicht gross anders. Weißt du, die Unité de Doctrine, das hat sich ja durchgezogen über die Regierung. Wir kennen nicht alle Bundesräte, Meinungen und Absichten, aber über die Spitaldirektionen, Medizin, Verwaltung, Pflege, über die Kantonsärzte, über die medizinischen Gesellschaften und auch natürlich als Chef der eidgenössischen Gesundheitsdirektorenkonferenz. Jetzt ist die Sendung gelaufen. Immer wenn ich das Wort gesagt habe, ohne Stackeln ist gut, oder? Das ist alles, das macht mich oft ein bisschen kritisch, dass da immer alle aus einem Guss in Anführungs- und Schlusszeichen eigentlich das Gleiche erzählt haben. Es ist ganz selten, oder? Pietro Vernazza aus St. Gallen, Chefarzt Infektiologie. Jetzt habe ich heute in der Batz gelesen von Marcel Tanner, der vor kurzem aus der Taskforce raus ist, dass die Öffnung von Restaurants und das Durchführen von Konzerten eine schaurige Bereicherung wäre für die blockierte Bevölkerung. Da frage ich mich natürlich, nach einem Jahr. Hat er eine Firma aufgemacht? Und nein, ja, das ist jetzt ein Böse. Das ist ein ganz Böse. Wer noch nicht? Ja, ich bin jetzt hier gesehen, ich bin nicht so böse. Ist er zurückgetreten aus der Taskforce oder ist er zurückgetreten worden? Weil ich habe ich immer das Gefühl gehabt, der leidet. Der steht nicht richtig hinter diesen ganz kanischen Massnahmen. Aber da kann ich mich schwer täuschen in dem Sinne. Ja, zum anderen eben zu dieser Unité de Doctrine nicht wissen, es ist nicht evidenzbasiert. Nicht wissen, das macht Angst. Angst ist ein schlechter Rotgeber. Und begleitet. Und Angst bedeutet im Prinzip ja auch nichts zu machen, was dir nachher auf den Rücken fallen könnte. Oder? Ja. Und nochmal, wer kannst du wirklich greifen? Wer ist verantwortlich für das Desaster? Das nimmt mich echt einmal wunder. Wer steht da und sagt, wir haben es eigentlich gemacht, wir hätten das anders können lösen. Wir hätten es besser können machen. Für ein nächstes Mal zum Beispiel. Was ganz wichtig wäre, so eine Aufbereitung. Hör mal auf. Okay. Ich hoffe. Wir kommen zum Ende. Es gibt kein nächstes Mal, genau, und ich sage es mit. Meinst du es nicht, bevor mit dem Rollator das gerade Genau, ich sage es mit Reinhard May. Liebe Freunde, es ist Zeit zum Gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Aber eine haben wir noch. Eine haben wir noch zum Schluss. Bis bald, liebe Fasnacht. Heißt da. Und zwei. Irgendwann, vielleicht schon bald, werden wir Fasnacht wieder feiern. Da ist denn die ganze Region am Zelebrieren, am Jubilieren. Corona ist plötzlich ein Krönli. Nur noch eins von vielen Viren. Und ganz sicher tut dann auch der Engelberger nicht mehr regieren. So, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht. Wir sind Chaoten, das ist es so. Wir sind auch chaotisch durch x Themen durchgegangen. Wir sind keine Fasnächter, das wollen wir auch sagen. Von das haben wir uns also nicht schlecht geschlagen. Eigenlob stinkt. Ist gleich wahr. Aber du hast recht, schweigen sollst. Also auf jeden Fall, wir haben bei diesen endlosen Proben, ich kann euch sagen, wir sind im Trainingslager gesehen, tagelang, nächtelang. Wir haben dort so den Plausch gehabt. Und ich hoffe, wir haben es ein bisschen können überbringen. In dem Sinn, ich kann immer sagen, eine schöne Fasnacht, aber nützt mir da, ihr wisst, geht spazieren, ist sehr, sehr gesund. Auch in der Innenstadt an der Fasnacht und bleibt uns treu und wohlgesonnen und macht es gut. Ihr wisst, wir hören immer gleich auf, auch an der Fasnacht. United we stand, divided we fall. In dem Sinn, Amandla, Avedu, und wir blenden uns ab mit ein paar ganz kurzen Szenen aus der letzten Wege Basler Fasnacht. Hebt's gut, Salim. Tschüss, Salim zusammen. Tschüss.